Willkommen zurück zu der nächsten Folge Alpizars. Ja, wir haben in der letzten Folge die Ortskontrollfahrt durchgeführt. Gemerkt, dass wir da oben wieder mähen können. Yep. Leon, ich glaube, ich schnapp mal da drüben mein Baby und leg los. Nicht das rechte, das linke. Das linke Baby. Ja, nicht den Deutz. Ah. Da steht noch ein Deutz drin. Ja. Haben wir eigentlich noch ein zweites Butterfly-Mähwerk? Nein. Wir hatten noch eins, weißt du das? Einer? Nicht, dass ich wüsste. Sag's mal so. Eigentlich brauchen wir ein zweites noch. Ja, aber jetzt müssen wir doch mal Halle bauen und, ne? Nein, ich meine jetzt zur Not nur gemietet. Pop, das ist schon alles herkriegt, ist die andere Frage. Ja, das ist es eben. Ich wüsste nicht, wer sonst noch ein Mähwerk hat. Ich auch nicht. Außer halt Susi, unsere Alten. Aber da muss ich mir dann nachher wieder schwaden. Richtig. Deswegen, ich leg mal los. Ja gut, dann nehme ich mir, was nehme ich mir denn? Ja, unsere Presse ist auch nicht da. Nein, aber du kannst doch Herrn Meier theoretisch anrufen, ob bei ihm helfen kannst, abfahren und er soll pressen. In der Hoffnung, dass er seine Presse nicht wieder versenkt. Da war ja mal was, ne? Richtig, richtig. Nee, ja, ich hänge auf jeden Fall mal um, rufe unterwegs den Reiniger an, dass ich da oben mähe und ja. Ja, gut, alles klar, mach das. Ich gehe rüber und, oder mehr gesagt, fahre rüber mit dem Deutz und hol mir mal Infos vom Meier. Herrn Meier. Gut, machen wir so. Alles klar. Nö, Frank. Dann wollen wir mal da reinigen. Oh, suchen Sie nicht? Herr Ordnungsamt Reiniger. Schilling, seien Sie gegrüßt, Herr Reiniger. Herr Schilling, was stören Sie mich jetzt hier? Ich liege gerade mit Susi auf Ihre Wiese und wir sonnen uns. Ich wollte nur sagen, dass wir oben am Skilief die Wiese mähen. Ja. Gehen. Ja. Und ja, dass Sie möchten jetzt Geld, ja? Nein, erstmal, dass Sie Bescheid wissen, dass wir mähen. Ich würde mich dann nochmal melden, wenn wir fertig sind. Ja. Wie viel hatten wir ausgemacht? Wie viel? 30 waren es doch, glaube ich, oder? Mit Mehrwertsteuer oder ohne? Ohne Steuer. Oh Gott, Herr Schilling. Passen Sie auf, Sie kriegen von mir jetzt. Sie kriegen von mir jetzt schon mal 20.000. Ja. Und die anderen 10.000 rufen Sie mich nochmal an. Gut, machen wir so. Wenn wir fertig sind dann. Nur, dass wir schon mal Geld haben für Diesel und den ganzen. Ja, kriegen wir hin. Gut. Dann noch denken Sie dran mit die Hochzeit von Schnösel und mir. Ich denke dran, ja. Ja, und lassen Sie sich irgendwas einfallen, wegen irgendwie Tauben oder so. Irgendwas, was fliegt. Ja, da wird uns was einfallen. Ja, aber nicht irgendwie hier, dass Traktoren durch die Gegend fliegen oder so. Es müssen Tauben sein. Ja, ich guck mal, was sich finden lässt. Ja, klauen Sie die irgendwo oder so. Was klauen? Solche Worte vom Morgen an. Ja, Herr Schilling, schönen Tag noch. Tschüss. Tschüss. So, da hat er aber ganz schnell aufgelegt, der Herr Reiniger. Was da wieder los ist. So, machen wir die Randale-Beleuchtung noch an. Hilfe. Ja, diese Map ist etwas enger, muss man dazu sagen. Wenn wir diese Wiese hier gleich schön.
Und nämlich die auch holen. Müssen wir mal gucken, vielleicht machen wir das auch zum Acker. Würde sich zumindest mal anbieten. Und dann fahren wir hoch, machen dies oben. Wir brauchen eh kein Gras, von daher. Nehmen wir das hier sauber schön, einigermaßen sauber, das wieder gut aussieht. Kann das mitnehmen. Ja, ich hatte schon einiges an Fläche da oben, wo wir mähen müssen. Gehört aber auch dazu. Wir haben einen schönen Auftrag damit, verdienen immer schön Geld damit. Können wir nicht klagen, also. Fahren wir mal hoch. Markus, hörst du mich wieder im Funk? Ja. Sehr schön. Ich habe mir mal was organisiert. Kommt doch mal. Der Meier kommt gleich auch hoch. Ja, dauert aber noch einen Moment. Weil seine Wiesen unten auch alle wieder erntereif sind. Ja, ich fahre jetzt hoch. Ich habe gerade noch die eine Wiese in unserem Feld gemäht. Du weißt, wer ich meine, oder? Ja, ja. Fahr nicht so schnell. Warum? Weil ich von hinten komme. Und jetzt? Muss mir das... Siehst du gleich, wenn ich um die Ecke komme. Muss ich mir das Angst machen? Sollte dir. Wir hatten eben was anderes vor, nur leider ging das nicht. Wir wollten eben gerade die Butterfly vorne dran machen mit dem Frontmähwerk zusammen und hinten hinter die Presse hängen. Es ist klar Pöttinger, wo das geht, aber du weißt, das wäre dann auch Vorderachslastgang ohne Ende. Ja, ich weiß, da sagte Dings, sagte der Händler auch, das ist nicht so prall für die Achsen. Gar nicht pralle. Es geht voll auf die Achsen. Ich hab nicht gesagt, ja, aber der Trecker hat noch Garantie. Dann beweis mal dem Hersteller das Gegenteil, dass du nicht keinen Unfug getrieben hast. Dann soll er mir beweisen, dass ich Unfug getrieben habe.
Irgendwie hänge ich hier an dem Schuppen fest. Ja, höchstwahrscheinlich ist dein Schneidwerk zu hoch. Nee, reicht gerade unten durch. Aber gerade so. Bin ich mal gespannt, ob du unten durchkommst. Aber denk mal, wie das wäre, wenn du oben hängen bleibst, mit dem Heckmeerer, dann schleudert sich vorne hoch. Ja. So. Da muss ich auch erstmal damit rechnen. Wenn du jetzt mal in der Halle nach oben guckst. Naja, da ist nicht viel Platz. Vom Schleppersitz aus. Achso, der Reiniger hat uns gleich einen Teil von den Kosten überwiesen, ne? Ah, okay. Ja, Handy hat schon vibriert. Und wie viel hat er denn gemacht? 20. Okay. Von den Ballen kriegt mir auch wieder die Hälfte, ne? Ungefähr. Na. Gut, wenn der Meier dann auch gleich kommt. Ja, höchstwahrscheinlich sogar mit unserem Händler zusammen, weil die wollen noch eine neue Presse eventuell testen. Eine neue Presse eventuell testen. Ja, er hat sich eine gekauft, die gleiche, die jetzt der unser Herr Meier auch hat. Ja. Aber er hat eine andere Wickelfolie drauf und wollte die mal testen, ob die was taugt oder ob die für einen Purpose ist. Ach, nur eine andere Folie. Ja. Andere Testfolie. Dicker oder? Das wusste er selber noch nicht so genau, ob die dicker oder dünner ist. Also er war dann noch sehr unschlüssig. Wir nennen es mal unschlüssig. Oh Gott, sag, ich habe hier so eine Fliege in der Kabine, die ist richtig nervig. Eine Fliege. Ja, eine Mücke. Ja, Leon, Abheben. hier muss ich langsam reinfahren. Mach das Fest schon mal ein Stück zurück. Ja, ups. Nicht mich einschubsen. So weit kann ich nicht zurück. Ja, ein bisschen geht noch. Nur, dass wir mehr vorbeikommen halt. Ein Kommt jetzt bisschen vorbei? wird eng. Ah, ja, jetzt auf jeden Fall. Ja, schau in meine Richtung. Nein. Gleich die zweite Bank quasi. Ja, ich wollte jetzt nur erst gerade das eine Stückchen da hochfahren und dann im Ganzen runterfahren. Ich bin jetzt halt mal einmal außen rum, ne? Ich hoffe, war das bald schnell, dass es die Saison hier rum ist, ne? Ich muss sagen, der Fan zieht hier echt gut hoch mit den Mähwagen. Das muss man lassen. Boah, der Deutsche sieht hier aber auch gut nach vorne.
Ja, ist ja gut, wenn wir Traktoren haben, die jetzt mal was wegziehen. Ja. So soll es ja auch sein. Ja, wäre schon traurig, wenn der Maschinenring keine Maschinen hat, ne? Ich habe gerade noch einen Ballen gefunden im Baum. Nur wird dem Herrn Meier wohl vergessen haben, würde ich sagen. Oder ist schon weggerollt. Ist so ähnlich wie sein Trecker, oder wie? Ja, so wie die Aktion. Aber ich sehe gerade, wir sind schon wieder am Ende unserer Folge. Sind wir schon? Sogar auch schon wieder drüber. Und ich glaube, ich fliege gerade vom Sau. Ja, nicht nur du. Ich habe komplett ein Standbild. Tja, da hat sich der Sommer gedacht, das ist aber Timing. Ich Ja. danke fürs Zusehen. Lasst einen Daumen nach oben da. Über einen Kommentar würden wir uns natürlich gern freuen. Und nicht zu vergessen, schaut bei Falk Hirschfeld vorbei. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.